Guten Tag, ich begrüße hier zu einem Lernvideo über Photosynthese, genauer genommen über Varianten der Photosynthese. Konkret haben wir hier ein Lernziel heute, dass Sie den Grund und die Umsetzung der verschiedenen Photosynthese-Varianten kennen. Und zwar unterscheiden wir C3, C4 und C1-Pflanzen. Wir werden auch versuchen, hier das Licht hinter diese kryptischen Namen hier zu bringen. Wir beginnen wie oft und auch sinnvoll mit einer Übersicht. Wir haben, wie gesagt, C3, C4 und C1-Pflanzen. Zu den C3-Pflanzen zählt nicht nur die Sonnenblume, sondern auch die meisten Pflanzen, die wir hier aus dem Schweizer Mittelland her kennen. Auch wenn Sie ein Biologielehrbuch oder im Internet nach Photosynthese nachschauen und dort die Biochemie betrachten, wird ziemlich sicher diese C3-Pflanzen beschrieben sein. Das ist quasi so der Normalfall. C3-Pflanzen, die kommen mit viel Licht, aber vor allem auch mit viel Wasser zurecht. Das heißt, wenn es einen Sommer gibt, immer ein Gewitter zwischen, wo genug Wasser vorhanden ist, dann wachsen die optimal. Die C4-Pflanzen, die sind eher an trockenere Standorte angepasst. Das heißt, wenn es hier weniger Wasser gibt, aber immer noch viel Licht, kommen die besser zurecht. Das ist das Zuckerrohr oder der Mais, um hier Wirtschaftsvertreter zu nennen. Die sind bei uns einheimisch nicht ganz so häufig, weil eben bei uns in der Regel genug Wasser vorhanden ist und die C3-Pflanzen dann konkurrenzstärker sind. In Gegenden, wo das nicht der Fall ist, wo es lange Trockenphasen gibt, haben die C4-Pflanzen Vorteile und sind dort auch zahlreicher. Wird es noch extremer, das heißt viel Licht vorhanden, aber kaum mehr Wasser, sind die CM-Pflanzen am besten angepasst. Dazu zählt die Ananas als Vertreter, den wir aus Wirtschaftsgründen kennen, aber auch die Kakteen, die wir vielleicht als Zimmerpflanzen haben. Und dort wissen wir, dass die sogar Schaden nehmen, wenn sie zu viel Wasser haben, dass sie wirklich sehr, sehr wenig Wasser brauchen bei viel Licht und dort dann trotzdem, wenn auch langsam, wachsen können. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Biochemie. Die Abbildung vom Calvin-Zyklus sollte Ihnen bereits vertraut sein. Das ist eben so, wie wir die Photosynthese beschreiben. Wir haben ja zuerst die lichtabhängige Reaktion, die ist jetzt hier im Diagramm nicht dargestellt, sondern wir schauen jetzt hier vor allem die lichtunabhängige Reaktion an, weil die sich auch von den C3, C4 und C1-Pflanzen unterscheidet. Vom Calvin-Zyklus her haben wir CO2, das wird hier eingelagert und unten haben wir immer etwas Zucker, das hier weggeht. Das ist K3P steht da, das haben Sie auch drei kleine C ausgemalt in diesem Diagramm. Das soll zeigen, dass hier das eine chemische Verbindung ist. Dieses K3P, ich habe die links auch noch größer reinkopiert, die besteht aus drei Kohlenstoffatomen. C3 für drei Kohlenstoffatome, das ist namengebend. Ist eigentlich ein Detail, aber es erklärt, woher dieser etwas merkwürdige Name C3-Pflanzen kommt, nämlich weil hier ein Molekül mit drei Kohlenstoffatomen aus dem Calvin-Zyklus und somit aus der Photosynthese austritt. Das wird dann zusammengebaut zur Glucose und hat dann sehr viele Funktionen in der Pflanze. Das ist ja dann der Zweck der Photosynthese, nämlich energiereichen Zucker mit Hilfe der Lichtenergie herzustellen. Was geschieht nun bei Trockenheit? Unten an der Pflanze hat es die Spaltöffnungen oder Stomata, wie der Botaniker sagt. Die können geöffnet oder geschlossen werden. Wenn hier Photosynthese stattfindet, sind die in der Regel offen, damit CO2 reingehen kann und Sauerstoff rausgehen kann. Wir erinnern uns, CO2 wird ja gebraucht, eben um es im Calvin-Zyklus einzulagern und Sauerstoff entsteht bei der lichtabhängigen Reaktion, damit hier der Gasaustausch stattfinden kann. Das funktioniert gut, solange von unten Wasser nachkommt über die Wurzeln. Wenn es heiß ist und trocken, geht über diese Spaltöffnung auch immer natürlich Wasserdampf weg. Und das kann problematisch für die Pflanze sein, wenn hier Wasser weggeht, aber nicht nachgeliefert werden kann, sprich wenn es einfach sehr lange trocken ist. Wir haben zuerst den Calvin-Zyklus, der normal abläuft, wenn die Pflanze auch bei Trockenheit ist. Wir haben allerdings hier oben einen Unterschied. Wenn hier nämlich die Spaltöffnungen geschlossen bleiben, lagert sich O2 an. Das wird dann produziert, das kann nicht nach draußen und die Konzentration wird höher in der Pflanze. CO2 wird hier eingelagert, kann von draußen nicht nachgeliefert werden. Das heißt, das Verhältnis CO2-O2 verschiebt sich Richtung O2. Wir haben hier mehr Sauerstoff im Blatt drin. Problematisch wird es jetzt, nämlich weil hier CO2 nicht eingelagert in den Calvin-Zyklus, sondern Sauerstoff und das zu einem anderen Mechanismus führt. Das
wird nämlich nicht der Kallenzyklus durchgeführt, sondern diese Photorespiration, die hier links im Diagramm dargestellt ist, ist ein anderer Parfait, wie Sie sehen. Und vor allem, Sie sehen unten, dass das nicht zu einem Zucker führt, sondern das führt zu anderen Produkten, die von der Pflanze her eigentlich nicht gebraucht werden können. Das heißt, es wird hier Energie, die eigentlich investiert wurde, kann hier nicht geerntet werden. Das Ganze bringt der Pflanze nichts. Das heißt, wir haben eine paradoxe Situation, sehr viel Licht, optimal für Photosynthese, aber die Photosynthese kann wegen Wassermangel nicht stattfinden. Wie schaut das nun bei C4-Pflanzen aus? Im ersten Blick etwas kompliziert und ziemlich anders. Da heißt, wir fokussieren uns mal auf das Vertraute, das wäre der Kallenzyklus. Der findet auch bei C4-Pflanzen statt. Das heißt, wir haben hier einen Kallenzyklus. Allerdings haben wir oben noch vorgelagert einen anderen Zyklus. Und wie wir erkennen können, haben wir hier die ganze Biochemie nicht in einer Zelle drin, sondern verteilt. Der Kallenzyklus ist in der Bündelscheidelzelle und oben dieser andere Zyklus, auch die CO2-Einlagerung, ist in der Mesophyllzelle, also eine räumliche Trennung. Schauen wir diesen Zyklus etwas genauer an. Wir haben CO2, das eingelagert wird durch ein anderes Enzym. Unten entsteht dann Malat, steht hier in Klammern C4, das ist also ein Kohlenstoffkonstrukt aus 4 C-Atomen, gibt eben den Namen C4-Pflanzen. Malat, das ist auch eine Flüssigkeit, die kann also gut von dieser Mesophyllzelle in die Bündelscheidezelle transportiert werden und dort spaltet sich CO2 ab und kann hier eingelagert werden. Vorteil liegt an dieser Pep-Carboxylase. Weil auf den ersten Blick ist das Ganze ja ziemlich umständlich. Wir brauchen zwei Zellen, haben noch einen zweiten zyklischen Pathway und wir haben hier, wie Sie sehen, auch noch ATP, das wir investieren müssen. Das heißt, das Ganze ist auch für die Pflanze ziemlich energie- und aufwendig. Das heißt, das muss sich irgendwie lohnen. Das liegt an der Pep-Carboxylase. Dieses Enzym nämlich, das kann auch CO2 einlagern, wenn wir, wie vorher gesehen, eine sehr hohe Sauerstoffkonzentration haben. Das ist also besser geeignet, wählerischer und lagert hier CO2 ein, auch wenn es durch diese geschlossenen Spaltöffnungen sehr viel Sauerstoff hat. Nachher unten wird das CO2 in der anderen Zelle vom Malat abgespalten. In der anderen Zelle haben wir gar nicht viel Sauerstoff, das heißt, dort kann dann der Kallenzyklus wie gewohnt und sehr effizient stattfinden. Das heißt, es braucht ein bisschen mehr Aufwand, aber es geht auch bei höherer Trockenheit. Das heißt, C4-Pflanzen wachsen etwas langsamer als C3-Pflanzen, kommen aber mit Trockenheit viel besser zurecht. Wir haben noch die Spezialität der CM-Pflanzen. Hier habe ich einmal keinen biochemischen Pathway dargestellt, weil er genau gleich ausschaut wie bei den C4-Pflanzen. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier diese vorgelagerte CO2-Einlagerung nicht räumlich getrennt haben, sondern zeitlich. Das ist bei CM-Pflanzen der Fall. Nämlich die Spaltöffnungen, die sind bei diesen Pflanzen am Tag in der Wüste, können wir uns vorstellen, was hier heißt, sind die geschlossen, dass hier kein Wasser weggeht. Das wäre dann verheerend, weil das hier kaum nachgeliefert werden kann. Die Spaltöffnungen sind nur in der Nacht offen. In der Nacht kann da weniger Wasser verdunsten, weil es kühler ist. CO2 geht in die Zelle rein, wird hier durch die Pep-Carboxylase gebunden und Malat wird hier dann angesammelt während der ganzen Nacht. Am Tag dann werden die Spaltöffnungen geschlossen und das Malat kann dann, auch wenn die Lichtermengenreaktion wieder läuft, kann im Kallenzyklus dann CO2 abspalten und der Kallenzyklus läuft dann. Das heißt, genau gleich wie vorhin, einfach Tag und Nacht ist hier die Unterscheidung und nicht zwei Zelltypen. Das war ziemlich viel, deswegen noch eine Übersicht. C3-Pflanzen, quasi das Normale. Wir haben Kallenzyklus, C2 wird eingelagert, direkt dann nachher zu Zucker gemacht. Bei den C4-Pflanzen haben wir CO2 in der Mesophyllzelle, in einer anderen Zelle, räumlich abgetrennt vom Kallenzyklus, dass sie zuerst eingelagert wird durch diese Pep-Carboxylase und dann wird Malat in der anderen Zelle transportiert und dort CO2 abgespalten. Und bei den CM-Pflanzen, da wird der CO2 wieder von der Pep-Carboxylase eingelagert und dann haben wir Malat, das hier dann erst am Morgen, wenn die Spaltöffnungen sich schließen, dann wird hier CO2 vom Malat abgespalten und der Kallenzyklus läuft bei Tag und die CO2-Einlagerung über die Pep-Carboxylase bei Nacht.